Okay, Test, 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 Test. Ich bin der Mann, der kann. Okay. Und damit herzlich willkommen zurück. Wenn die Kleinen schlafen. Ja, let's go. Hallo, herzlich willkommen wieder zurück. SpongeBob, Schwammkopf, Cosmic, Schüttel und ja. Wir haben beim letzten Mal Sandy aus ihrer misslichen Lage befreit. Es ist schon ein bisschen her. Deswegen wissen wir die Steuerung auch nicht mehr. Zumindest mir geht's so. Doch, mir ist so voll easy, Mann. Ey, das ging. Oh! Okay. Mhm. Was willst du von mir? Ah! Ed von Schleck hat mich in seinem Griff. Ja, wir spielen wieder beide. Wir haben wieder beide die Kontrolle. Jetzt gerade in dem Moment spiele ich. Ich weiß nicht. Nein, jetzt spiele ich, Mann. Oh, ja. Ah, nein. Go, go. Okay. Ey, jetzt spielt gerade Claudio. Ich lasse ihn jetzt auch. Er wollte den Kampf gegen den Typen machen. Oh mein Gott, du hast es echt irgendwie geschafft. Ah, da. Look at this. The Secret Formula? Etwas auf mich zu schreiben. Ach nee. Oh, das hätte ich fast vergessen. Das ist eine von Patricks Notizen. Okay. Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Ja? Nein. Okay, warte. Ich glaube, damit wir heute ein bisschen Fortschritt machen, werde ich zumindest mal die Parts übernehmen, wo wir in die nächste Welt oder so müssen. Ja, wo ist die nächste Welt, Mann? Wir müssen erstmal mit Cassandra sprechen, Mann. Dann ist werden Cassandra. Ihr kommt schon. Das war die. Ja. Erinnere mich. Der Mini-Verschnitt. Oha. Cassandra, bitte hilf uns! Wir müssen mein Haus finden. Ohne meine Ananas bin ich nur ein ordinärer sprechender Schwamm. Tut mir leid, SpongeBob. Ich bin damit beschäftigt, das Gewebe des Universums zu reparieren, das du zerstört hast. Ach, bitte. Cassandra, hilfst du uns dabei, mein Haus zu reparieren? Klar, wenn deine Freunde wieder da sind, die Stadt repariert wurde. Alles in kosmischer Reihenfolge. Oh, mein schönes Heim. Pflanzt doch einfach eine neue Ananas. Und eine leckere Ananas. Ja. Hier. Nimm doch bitte dieses kosmische Kostüm und durchschreite das Portal. Boah, ich mag das Kostüm. Joho! Welchen Käse mögen Piraten? Oh, bitte nicht. Oh, Cheddar? Ach, das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, ich weiß viel über Piraten. Ach, warte, ich dachte, er wollte einen Gag machen. Nee, er wusste es halt wirklich nicht. Okay, Piraten. Das war der Gag. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet, weil wir hatten ja in Schlacht im Bikini Bottom damals schon den Friedhof vom fliegenden Holländer. Also was soll jetzt noch kommen, Claudio? Huh? Wir werden es bestimmt sehen. Sandy oder so. Plot Twist, wir müssen seine Ananas aus der Piratenwelt retten. Das ist doch schön. Kann nämlich jetzt sprechen. Nee, keine Ahnung. Let's go. Hui. Falls sich wer wundert oder irgendwelche Schmatzgeräusche hört, ich esse hier nebenbei Trauben. Ess die Uvas, Mann. Sind wir auf der Oberfläche? Diese Welt ist ziemlich nett, aber ich hoffe, kein anderer unserer Freunde wurde hierher verschleppt. Oh, ich liebe die Musik. Alter, die Musik ist ein Banger. Digga, was ist das? Ich werde den Anfang machen. Okay. Wenn es mal nicht so laggen würde, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat gerade richtig schnell seine Animation mit seinen Ärmchen gemacht. Das ist Jetzt habe ich gerade auf meine Traubenschüssel geguckt, verdammt. Also nee, das war nur bei mir so wegen den Lags. Achso, okay. Ah, das ist immer schön, wenn Claudio steuert. Ich denke, hier am Anfang können wir noch nicht so viel übersehen, aber ja, die Musik ist schon geil.
Also das hier ist jetzt natürlich nicht wie der Friedhof vom Fliegenden Holländer. Das ist jetzt eher so karibisch gethemed, würde ich sagen. Also schwer zu beschreiben. Es hat so ein bisschen Fluch der Karibik-Vibes auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Oh Gott, ist... wo bin ich? Also eher so ein klassisches Piratenthema. Du wirst, by the way, beschossen von riesigen Kanonen. Das ist doch schön. Oh nein. Oh, oh, es ist... Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh Gott. Oh Gott. Wer war das jetzt? Das war Admiral Killergarnele, Mann. Die Killergarnele ist wieder hier. Aua. Claudio, die Killergarnele will sich rächen für das, was wir ihr in Alter, Schlacht... Alter, du musst das übernehmen, es leckt zu sehr. Ich verstehe nicht, was passiert. Cool. Die Killergarnele will... Garnele will sich rächen für das, was wir ihr in Schlacht im Bikini Bottom angetan haben, Claudio. Killergarnele. Du erinnerst dich aber noch an die... Wo kamen gerade diese Dinger her? Egal. Du erinnerst dich aber noch an die Killergarnele, oder? Nee. Das war ein Bosskampf in Schlacht im Bikini. Ich erinnere mich nur an die Killergarnele aus der Serie. Und dann, wo... Also, da sagt, die Drecksackblase. Ach, das erinnert mich damals mit irgendwas an die Killergarnele. Da gab's diese Papaya-Drinks. Mann, waren die gut. Und Mantarochen sagt Hals, Maul. Ja, und in Schlacht im Bikini Bottom kommt die Killergarnele sogar als Bosskampf vor. Das mag sein. In der Heldenhöhle. I don't remember, man. Oh man, das ist bitter. So ist das, Mann. Vielleicht erinnerst du dich ja an ihn, wenn du ihn siehst. Ja, ganz bestimmt. Okay, wow. Das ist natürlich, werde ich mich auf jeden Fall erinnern. Es ist natürlich übel, dass wir nebenbei hier beschossen werden. Das ist okay, das ist ja auch nicht so schlimm. Bam, zack, nimm das und Tiki. Vor allen Dingen... Jetzt macht Combo wie Sonic. Vor allen Dingen, wo steht der denn? Keine Ahnung. Oh Gott. So. Oh Gott, Hilfe. Da ist er irgendwo da. Er ist irgendwo da in der Luft, in diesen Schiffen. Nein! Das war jetzt keine so gute Idee. Da kann man ja gar nicht rüberspringen. Oder vergesse ich gerade wieder irgendwas, was wir konnten? Ich bin mir gerade nicht sicher, konnten wir irgendwie unseren Sprung in der Luft erweitern? Nee. Nee, konnten wir nicht. Okay, scheiß drauf. Ja. Oh, oh. Hilfe! Ich schwöre, so hat das nicht ausgesehen. Macht euch bereit zu erzittern vor meinem wahrhaftig geisterhaften Geist. Ach, wem mache ich was vor? Nicht mal ein Baby hätte Angst vor mir. Ohne ein Schiff bin ich nur ein erbärmlicher Geist meiner selbst. Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Mr. Holländer? Dieser verfluchte Seetangfresser hat mein geliebtes Schiff gestohlen. Verwelkte Brokkoli voraus. Ach so, ist nur der fliegende Holländer. Er hat doch meine Ananas. Nee. Dieser obststehlende Freibeuter hat es zu weit getrieben. Captain Holländer, ich erinnere mich an ihn. Sir, Sie müssen Ihr Schiff zurückbekommen, damit ich meine Ananas zurückbekomme. Wir müssen wirklich die Ananas retten, come on. Ich glaub's nicht. Aber Killergarnele hat all meine kostbaren Socken weggeworfen. Kein Pirat, der was taugt, würde einem sockenlosen Captain folgen. Wenn ich keine Mannschaft zusammentrommeln kann, haben wir keine Chance gegen den Admiral. Man braucht keine Socken, um Pirat zu sein. Patrick hier hat in seinem Leben noch keine einzige Socke getragen. Ich hab nicht mal Füße. Wenn Sie also zwei treue Seebären brauchen, treten Patrick und ich mit Freude Ihrer Mannschaft bei. Mit oder ohne Socken. Also gut.
tut also gut. Aber erst müsst ihr Lausbuben beweisen, dass ihr aus echtem Piratenholz geschnitzt seid. Dazu müsst ihr einen echten Schatz ausgraben. Euch furchterregende Piratennamen verdienen. Und all meine Socken finden. Die will ich nämlich immer noch wieder haben. Zu Befehl, Captain Hollander, Sir. Zu Befehl, Captain Hollander, Sir. Oh, wir haben einiges zu tun. Aber nein, wir setzen uns jetzt hier auf diese Liege und dann gucken wir in den Horizont. Nein. Aber ich glaube, da hinten waren wir gerade eben. Aber egal. Ich erinnere mich an die Folge mit Thaddäus, der Himmel hat ein Baby gekriegt. Und so. Ja, und dann gehen sie ja nach oben zum Holländer, um sich zu beschweren. Halt, Maul, ihr Bein, ich will was sagen. Danke. Nämlich, die wollen ja was, also Thaddäus will sich beschweren. Und dann so, wer wagt es, der Pflege den Holländer zu stören? Das war Thaddäus, er will sich bei ihnen beschweren. Nein, das ist so geil. Und dann so, aber du hast doch gesagt, sein Schiff wäre irgendwie dreckig oder keine Ahnung, wie es war. Und dann so, das Schiff eines Seemanns zu beleidigen, ist noch fast schlimmer. Ist schlimmer als eine Mutter zu beleidigen oder so, keine Ahnung. Das war so geil. Oder hat er ihren... Ach nein, nee, ach nein, du hast gesagt, seine Mutter wäre dreckig, ja, genau. Sein Schiff. Das ist so gut. Oh mein Gott. Okay, hier kommen wir irgendwie jetzt nicht weiter. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall hier weitergehen. Yeah. Schauen, wir haben die erste Socke schon gefunden, also es läuft gut. Ah, hier wunderlich. Können wir mit dem Brett zurück, okay. Ja, jetzt bin ich dran. Wow. Okay. Ja, dann du wirst jetzt auch eine von den Sachen einsammeln. Komm schon. Wir haben hier eine Menge Aufgaben. Wir müssen noch 3 Socken finden. Was war's? Ein Schatz ausgraben und wir müssen uns Piratennamen besorgen. Also, okay, was go da? For it. Das ist das Surfboard, mit dem kannst du zurück zum Holländer fliegen. Oh, das ist so toll. Weil wir haben ja hier ein bisschen die Auswahl, wohin wir gerade gehen. Aber erstmal musst du jetzt da runter. Was glaubst du, wie das schmeckt? Wie was schmeckt, Patrick? Wie was schmeckt? Alles hier. Der Sand. Wie der Sand schmeckt. Das ist die Frage, die alle beschäftigt. Das muss man da drauf so ein Dingsjump machen? Ja. Okay. Ah, okay, damit können wir quasi zurückgehen. Nee, wobei, da oben ist auch eine Socke. Also du kannst jetzt nochmal da drauf gehen. Wir müssen immer das so verschieben, je nachdem in welche Richtung wir wollen, denke ich mal. Ja. Okay, da ist auch was. Also da können wir auch hingehen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Scheinbar können wir erstmal nur da hingehen. Okay. Nur zwei. Dann gehen wir erstmal dahin. Du sag mal, weil ich das hier gerade so ein bisschen bemerkt habe bei den Trauben. Wenn du Trauben isst mit Kernen, ich weiß nicht, ob du überhaupt Trauben isst mit Kernen, isst du die Kerne dann einfach mit? Ungerne, aber ja. Ich muss sagen, bei mir sind halt Kerne drin. Aber irgendwie stört es mich nicht so recht. Also ich kau da einfach drauf, das knackt so einmal so ein bisschen, aber es schmeckt jetzt auch nicht fürchterlich bitter oder so. Deswegen, ich kau das einfach mit dieser Masse mit, die da in meinen Mund kommt, mit diesem süßen Saft. Dann merkt man das fast gar nicht. Verstehe, aber weißt du, was ich merke? Ich merke die Lags. Sind nicht angenehm. Oh Gott. Keine Angst, Claudio. Deine Mission ist es, nur einen von den Gegenständen zu sammeln, die wir brauchen. Ich meine, wir könnten uns auch abwechseln, aber das will ich dir nicht antun. Ich würde dich nie im Stich lassen. Scheiße. Du hast noch ein Leben. Okay, du bist tot. Damn it. Das ist nicht so toll. Oh. Wo zum Fick sind wir? Ich
ganz ehrlich, ich weiß gerade wirklich nicht. Ach, da sind wir. Okay. Ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Was glaubst du, wie das schmeckt? Weißt du, was ich cool finde? Sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Diese Trauben, ne? Ich kenne das ja, wenn du Trauben im Supermarkt kaufst, dann sind die ja in der Regel in so einer Plastikschüssel verpackt, wo so Löcher drin sind. Dann ist da oben drüber, ja, ich weiß, das schwebt in der Luft. Dann ist da oben drüber so Folie gespannt. Und ja, ich habe das jetzt beim Rewe, war das, glaube ich. Ja, genau, Rewe habe ich eingekauft. Da habe ich die jetzt, diese Trauben hier, die sind in einer Papiertüte drin, wo dann quasi oben so zwei Kordeln dran sind, dann wie so ein Tragegriff, also wie eine kleine Tüte einfach nur. Finde ich tatsächlich aus ökologischer Sicht sehr, sehr nice, weil keine Plastikfolie ist drüber, weil die ist sowieso unnötig, weil man die Trauben immer vorher wäscht oder abwaschen tut. Und die sind halt einfach nur in so einer Papiertüte, die du easy mit dir rumtragen kannst. Da musste ich einfach zuschlagen. Das ist auf jeden Fall eine verdammt gute Lösung. Das könnte man generell für Obst so einführen. Warum sind Äpfel immer in diesen Schalen drin, wo dann nochmal so eine Frischhaltefolie drüber gespannt ist? Haut doch die Äpfel einfach in diese... Oh Gott. Es muss gerade eine richtige Herausforderung sein. Ja, es ist nicht einfach. Eigentlich glaube ich, das ist gar nicht so schwer, aber es ist schon sauschwer mit den Lags, das verstehe ich. Oh. Gott. Ich kann das ansonsten auch machen, dann kannst du ein anderes machen. Geht doch. Was ist los? Nein, ich mach das jetzt. Okay. Hm. Das Gute ist, wir spawnen ja immer wieder unten, wenn wir sterben. Von daher ist es nicht so schlimm. Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber... Keine Ahnung. Warum? Geh einfach dahin. Scheiß auf den Rest. Okay. Vielleicht solltest du zuerst auf das Ding da rechts springen, oder meinst du, das geht nicht? Das geht nicht. Okay. Vielen Dank, Patrick. Danke. Sehr gerne. Ich glaube, du springst ein... Ich glaube, du springst einen Tick zu früh los. Ja, jetzt war gut. Hm? Ja, das passt. Jetzt überleg dir gut, wo du hingehst. Ich weiß nicht mal, ob es was bringt, wenn du da hinten hingehst. Irgendwie sieht das so aus, als wäre das nutzlos. Ja. Wir können da jetzt noch nicht lang. Das heißt, du musst in die andere Richtung. Reiß dich zusammen. Hol dir Boost, wenn du brauchst. Nice, wir haben ein Achievement bekommen, Claudio. Wir sind 1000 Meter durch die Luft geglitten. Da oben ist die Socke. Du hast es, hast. Yes. Wow, von hier oben kann ich den ganzen Ich wünschte, ich könnte steckende Socken tragen. Geil, Mann. Du hast es geschafft. Soll ich jetzt weitermachen? Ja. Okay. Kann nicht mehr, ey. Oh, meine Güte. Aber guck dir mal an, was du dir außer der Socke noch verdient hast. Diesen wunderschönen Blick über diese gesamte Bucht. Das ist nicht Ach, fantastisch. Halt doch dein Maul. Okay, ist ja gut. Ich versuche ja nur das Beste rauszuholen. Bedeck, was das für eine kurze Passage gerade war. Oh mein Gott. Ich weiß. Das war, weißt du, das ist viel schlimmer als auf meinem alten PC. Keine Angst, Claudio. Die Glasfaserleitungen sind bereits hier ans Haus gelegt. Irgendwann jetzt im Oktober oder November legen die auch noch ins Haus. Ja, es dauert halt so lang. Dann legen die auch noch ins Haus. Und dann, irgendwann ab Ende des Jahres, habe ich Glasfaser. Und ich wette mit dir, das Let's Play läuft bis dahin immer noch. Und dann wird es schon besser laufen. Das wird schon alles passen. Alles klar. Oh, shit. Guck dir an. Viel Spaß bei dem Bekämpfen.
Das hier wäre vielleicht viel einfacher für dich gewesen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du hast hier... Oh. Oh, das ist so unfair. Der hat mich gestunt. Sister. Was willst du denn? Oh, ich liebe diesen Karate-Kick ohne Mist. Du kannst dich damit einfach zu den Gegnern hinwarpen. Ja. Wow! Oh, der Krebs spielt Borderlands 2. Warum? Ich weiß es nicht, aber er wird es uns hier unter diesem Part mit Sicherheit beantworten, weil... Warum? Der Krebs ist ja ein... Warte mal, wie... Treuer... Ratchet & Clank wollte ich gerade sagen, ein treuer SpongeBob-Zuschauer. Und das kommentiert ja fleißig unter jedem Part. Das heißt, er wird uns auch unter diesem Part hier verraten, warum er am 26. Juli um 23.49 Uhr. 49? Bei mir steht 45 auf der Uhr, okay. Vielleicht geht meine Uhr aber auch falsch. Okay, jetzt ist es 46. Nein, meine geht falsch. Ah, okay. Meine Uhr an der Wand geht falsch. Sie geht 3 Minuten oder so vor. Okay. Naja. Wie dem auch sei, warum er gerade Borderlands 2 spielt. Oh. Diese Socken sind salziger als ein alter Seebär.